an. Ist an? Ja. Dann können wir loslegen. Machen wir mal. Drei Tipps, wie ihr euren Bachlauf, eure Kaskade und euren Wasserfall richtig plant. Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Baumhauer von der Renatur GmbH. Und in dem Video geht es darum, dass ich euch gerne drei Tipps geben möchte, wie ihr und auf was ihr achten solltet, wenn ihr euren Bachlauf im Garten plant. Tipp Nummer 1, sucht euch die richtige Pumpe raus. Wir verlinken hier nochmal das Video, das wir zu dem Thema Pumpenauswahl schon mal gemacht haben. Aber es gibt so drei, vier Kenngrößen, auf die ihr achten solltet, wie ihr euch für die richtige Pumpe entscheidet. Und zwar der erste Punkt ist die Bachlaufbreite, Faustzahl. Ihr braucht ungefähr zwischen 1 und 2 Liter. Wir rechnen mit 1,5 Liter pro Zentimeter Bachlaufbreite pro Minute, um den richtigen Flow hinzubekommen, die richtige Wassermenge hinzubekommen. Das bedeutet also als Beispiel, ihr habt einen Bachlauf, der 50 cm breit ist, mal 1,5 macht 75 Liter die Minute. Das müsste eure Pumpe dann schaffen. Der zweite Punkt ist die Länge des Schlauches. Nicht die Länge des Bachlaufes, sondern tatsächlich die Länge des Schlauches. Je länger der Schlauch, desto größer ist der Druckverlust, den ihr habt und den die Pumpe überwinden muss. Deshalb, kleiner Tipp, lieber kurzen Schlauch mit einem dicken Durchmesser, denn je größer der Durchmesser, desto geringer der Druckverlust. Damit ihr die richtige Wassermenge auch bekommt, ist natürlich der Höhenunterschied wichtig. Und zwar der Höhenunterschied zwischen dem Wasserspiegel in eurem Teich, in dem der Wasser oder der Bachlauf endet, und der Quelle. Die Quelle kann unterschiedlich sein, das kann eine Düse sein, das kann ein Schlauch sein, der irgendwo zwischen Steinen rauskommt, so wie hier, eventuell noch mit einem Kugelhahn dran, um die Menge an Wasser zu steuern, die dann tatsächlich rauskommt. In dem Fall versucht ihr möglichst die optimale Pumpe zu finden mit ein bisschen an Reserve, damit ihr mit der Wassermenge noch spielen könnt, eventuell auch ein bisschen mehr, wenn ihr es lauter oder mehr Plätschern haben wollt. Aber je genauer die Pumpe ausgesucht wird, desto weniger Energie verbraucht ihr. Zweiter Tipp, wie bekommt ihr es hin, dass das Wasser tatsächlich über die Kaskaden drüber fließt? Der erste Untertipp sozusagen ist, sucht euch Steine raus, über die das Wasser wirklich gut fließen kann. Macht auf jeden Fall einen Probelauf. Nun ist es aber immer so, dass wenn ihr die Steine aufeinander geschichtet habt, natürlich das Wasser erstmal durchfließen würde zwischen den Steinen und nicht über euren eigentlichen Kaskadenstein drüber. Das könnt ihr relativ gut und einfach umgehen, natürlich indem ihr zum Beispiel die Steine aufmörtelt, aber Mörtel ist dann auch oft mal frostempfindlich oder ihr bekommt im Zweifelsfalle Kalkausfällungen in eurem Teich, das will man nicht. Eine einfache Möglichkeit ist sowas, Brunnenschaum. Mit diesem Brunnenschaum könnt ihr relativ einfach die Kaskaden aufeinander stapeln und die Zwischenräume abdichten. Und wenn ihr das in mehreren Lagen aufbringt, einmal um eine Grunddichtigkeit herzustellen, könnt ihr beim zweiten dünnen Auftrag in den noch feuchten Brunnenschaum ein paar Steine reindrücken und sie somit ankleben. Und am Ende sieht das alles sehr natürlich aus und ihr habt eine gute Abdichtung. Dritter Punkt, und das haben wir immer wieder, ist das Thema Wasserverlust. Wasserverluste, wir verlinken es hier, wir hatten das Thema Kapillarsperre schon mal in einem Video. Passiert beim Bachlauf sehr gerne, weil dieser Bachlauf weniger kontrolliert wird, wenn es um die Kapillarsperre geht oder wenn das Wasser, das dort runterfließt, einfach zu schnell fließt und zu stark dann über die Ränder des Bachlaufes nach außen abfließen kann und dann habt ihr Wasserverlust. In dem Fall ist es wirklich entscheidend, dass ihr die Ränder eures Bachlaufes hoch genug macht, immer wieder kontrolliert, stabil macht. Und das ist eine kleine Herausforderung, gerade wenn ihr mehrere Kaskaden habt. Also darauf achten, dass ihr die Teichränder wirklich ordentlich aufbaut und regelmäßig kontrolliert. Und jetzt gibt es noch einen vierten Tipp, den Bonustipp sozusagen. Achtet auf ausreichend Wassermenge. Wenn ihr nämlich einen sogenannten Soda-Bachlauf habt, also der einfach nur so im Garten da ist, ohne Teich, braucht ihr eine Zisterne. Die Zisterne muss groß genug sein. Und wir empfehlen mindestens die doppelte Menge an Wasser, Volumen, die in den Bachlauf kommt, in der Zisterne vorzuhalten. Perfekt wäre mit einer automatischen Wassernachspeisung
damit ihr nicht Gefahr lauft, dass die Pumpe trocken fällt und damit zu Schaden kommt. So, das war's. Drei Tipps und ein kleiner Bonustipp zum Thema Bachlaufgestaltung. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder wenn ihr weitere Tipps braucht, ruft uns an. Schaut auf unserer Webseite vorbei. Dort gibt es einiges an Tipps und Tricks und Hintergründe. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.